Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video Panels angeschaut und werden uns jetzt im abschließenden Video zu den WPF-Elementen sogenannte Items Controls anschauen. Items Controls sind die kompliziertesten Elemente in WPF, denn sie werden teilweise mit Panels missverstanden. Das schauen wir uns einfach mal an. Wenn ich hier eine Listbox einfüge in dieses Fenster, dann sehen wir hier erstmal nichts. Aber ich kann hier jetzt eben beliebige Elemente, also beispielsweise wieder Rectangles, das war natürlich Blödsinn. Einfügen. Und man glaubt jetzt erstmal, aha, die Listbox verhält sich wie ein Panel. Das ist nicht ganz so, denn wenn wir jetzt diese Sachen hier tatsächlich ausführen, dann sehen wir, dass wir hier jetzt tatsächlich diese Elemente markieren können. Und das war mit Stack Panels selber nicht möglich. Ja, also die List oder überhaupt Items Controls bieten im Normalfall die Funktionalität, dass man ein oder mehrere Elemente eben selektieren kann. Ich glaube, hier in dieser Listbox ist eben standardmäßig der Multiselect ausgeschalten, aber man sieht hier wenigstens, dass ich die Rectangles so markieren kann und ich kann so eben eines der Elemente auswählen. Der nächste Punkt ist, wir haben bis jetzt in Panels nur Elemente untergebracht, die sich selber zeichnen können. Und genau das ist auch ein großer Unterschied zu Panels und Items Controls. Ich kann hier nämlich beliebige andere Sachen einfach unterbringen. Damit ich das machen kann, muss ich mir einen sogenannten XML Namespace erstellen und den auf einen C# Namespace mappen. Ich erstelle mir hier eben den XML Namespace System und der soll eben auf die MS CoreLib oder auf den System Namespace in der MS CoreLib schauen. Dort sind nämlich Strings unter anderem definiert. Ich kann hier jetzt also in XAML auch Elemente hinzufügen, die sich selber nicht zeichnen können in WPF, wie beispielsweise dieser String. Und wir sehen hier, dass ein Items Control diese Nichts-UI-Elemente trotzdem zur Anzeige bringen kann. Und das sind hier wirklich Strings, die ich einfach jetzt hier mit diesem Syntax in XAML erstellt habe. Ja, wie ist das möglich? Alle Elemente, die wir hier standardmäßig in WPF eingesetzt haben, sind im WPF XAML Namespace. Das ist dieser hier oben, dieser Standard Namespace, der hier eben bei XML gesetzt wurde. Wir können nicht einfach andere Klassen, die in anderen Namespaces außer diesen WPF Namespaces in C# eben liegen, darüber referenzieren. Wir können aber tatsächlich den Namespace System beispielsweise hier auf einen XML Namespace mappen und dann über dieses Präfix eben die entsprechenden Klasse erstellen. Also hier habe ich zum Beispiel Strings erstellt. Was ich natürlich auch machen könnte, ist, dass ich Ints erstelle. Also hier nehme ich eben Int32 und sage hier dann, dass das die 42 sein soll. Und wir sehen hier eben diese Elemente, die eigentlich nicht selber zeichnen können, weil sie nicht Teil von des WPF-Frameworks sind, auch die werden hier eben von einem Items-Control zur Ansicht gebracht. Also, was ist jetzt genau ein Items-Control? Ein Items-Control kann sowohl WPF-Elemente als auch ganz normale Objekte. Und das können wirklich jedes beliebige Objekt sein. Ich habe hier Strings und Ints verwendet. Das können aber auch Ihre eigenen Personenklassen oder Kontaktklassen oder sonst irgendwas sein. Das können Sie eben in Items Controls darstellen. Und Items Controls
können entweder zur Darstellung genutzt werden, häufig sind sie aber auch mit dem Selektieren bestimmter Werte verbunden. Intern benutzt ein Items Control wie die Listbox eben auch ein Panel, um dann diese Elemente, die wir hier haben, zu layouten. Und dieses Panel könnte man auch rein theoretisch ändern. Wenn ich hier zum Beispiel sage Listbox, das wäre dann das Items Panel. Hier muss ich dann eben ein sogenanntes Items Panel Template drin festlegen. Und man sieht schon, wenn ich keins angebe, dann wird auch nichts gerendert. Aber wir könnten hier zum Beispiel sagen, ich hätte gerne ein Wrap Panel. Dann werden eben diese Elemente jetzt anders angezeigt. Und ich kann hier trotzdem diese Sachen auswählen. Also es schaut jetzt fast aus wie so ein Menüeintrag. Und ich kann jetzt eben eins dieser Elemente auswählen und es wird natürlich wie beim Wrap-Panel auch eigentlich umgebrochen. Aber hier ist anscheinend ein Scroll-Viewer mit drin, deswegen geht es nicht. Okay. Aber man kann das Panel, das eben von einem Items-Control genutzt wird, über dieses Items-Panel diese Eigenschaft hier austauschen. Das ist das Erste. Standardmäßig ist eben ein Virtualizing Stack Panel drin. Punkt 2 ist, dass für diese Elemente, die sich eigentlich nicht selber darstellen können, eben sogenannte Data Templates erstellt werden. Und das Standard Data Template ist einfach, dass ich einen Textblock erstelle und auf dem Objekt, was ich hier kapsel, einfach toString aufrufe. Also es ist letztendlich nichts anderes als das hier. Ja? Also wenn das Items Control sieht, hey, hier habe ich einen String, das Ding kann sich nicht selber rendern, dann rufe ich toString auf und packe das, was hier kommt, in einen Textbox rein. Das ist genau das gleiche wie das, was ich hier jetzt eben skizziert habe. Der letzte Punkt, der bei Items Controls immer wichtig ist, ist, jedes Items Control hat eigentlich eine zusätzliche Klasse, die eben ein Item beschreibt in dieser Listbox. Wenn wir das hier uns anschauen. Es reicht ja nicht bloß, dass wir hier eigentlich einen Textblock haben, der ein bisschen Text anzeigt, sondern wir haben hier ja auch irgendwie die Möglichkeit, etwas zu selektieren. Und das passiert eben, weil hier eigentlich ein Listbox-Item drumherum liegt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen String mal in ein Listbox-Item packe, dann sehen wir, was eigentlich automatisch generiert wird, wenn ich hier einfach bloß irgendwelche Objekte reinsetze. Oder WPF-Elemente auch. Die werden intern von der Listbox, von einem eben Listbox-Item gekapselt und dieses Listbox-Item ist wiederum eben dafür zuständig, dass sie hier Selektionen haben. Ja? Also das Listbox-Item, wenn wir mit der Maus drüber sind, macht eben hier diese Umrandung mit, damit wir sehen, auf welchem Element wir uns gerade befinden. Wenn wir draufklicken, ist eben das Listbox-Item tatsächlich immer sichtbar. Und wir werden jetzt auch gleich andere Items-Controls kennenlernen. Im Prinzip können Sie sich aber schon mal merken, ein Items-Control kann alles rendern. Wenn es eben kein WPF-Element ist, was sich selbst rendern kann, wird ein sogenanntes Data-Template genutzt, um das zur Anzeige zu bringen. Und das Standard-Data-Template ist einfach, ich nehme das Objekt, was ich hier habe, rufe toString drauf auf und packe das in den Textblock. Wenn wir das eben kapiert haben, dann ist Punkt 2, dass jedes Element, was in der Listbox liegt, von einem Item gekapselt wird. Also das liegt nochmal drumherum, so wie wir das hier explizit gemacht haben. Und dieses Item ist bei allen Items Controls, die eben mit der Selektion hauptsächlich zu tun haben, notwendig, um eben die entsprechenden visuellen Effekte zu machen und hier auch zu sehen, dass eins selektiert wurde. Das wird eben, wenn wir es nicht explizit angeben, wie hier eben in diesen unteren Fällen, dann wird dieses Item automatisch vom Items Control generiert.
Und der allerletzte Punkt, den ich noch, auch noch erwähnt habe, ist eben, wir können das Panel, wie diese Elemente dann angerichtet sind, tatsächlich austauschen. Also wir können sagen, es muss kein Virtualizing Stack Panel sein, sondern wir können auch hier beliebige andere Panels nehmen. Beispielsweise ein Uniform Grid oder ein Wrap Panel oder ein Dock Panel, wenn wir möchten und so weiter. Also wir sehen, Items Controls sind relativ kompliziert aufgebaut im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir in den vorherigen Videos kennengelernt haben. Aber wenn Sie diese vier Punkte mal betrachten, dann haben Sie eigentlich schon das Wichtigste, was Sie mit dem Umgang mit Items Controls wissen müssen. Was ist bei der Listbox natürlich noch interessant? Es gibt ein Event, der heißt Selection Changed. Dieser wird eben ausgelöst immer dann, wenn ein anderes Item selektiert wird. Dann haben wir über eben das Selected Item oder Selected Items die Möglichkeit, auf die Werte tatsächlich zuzugreifen, die jetzt gerade selektiert wurden. Das Ganze geht auch mit Selected Value und Selected Value Path. Der Punkt ist eben hier, dass wenn ich hier ein komplexes Objekt hätte, beispielsweise einen Kontakt, dann könnte ich den Selected Value Path auf den Namen zum Beispiel setzen und Selected Value würde mir dann bloß den Namen des selektierten Objekts zurückgeben. Das sind so die wichtigsten bei der Listbox. Die Listbox selbst hat eine Items-Eigenschaft, die wir jetzt wieder mal implizit genutzt haben. Also die Elemente in dieser Listbox liegen eigentlich hier in dieser Items-Collection. Und das kann eben ein beliebiges Objekt sein. Und wir müssen eben hier im XAML diese Sachen nicht explizit angeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man die Items Source setzt. Und da kann man einfach eine beliebige Collection reinstecken. Ich glaube, die muss bloß iList oder iEnumerable of T implementieren. Und alle Elemente, die dann in dieser Collection sind, werden in der Listbox angezeigt. Das ist auch die Möglichkeit, wie man es häufig nutzt. Ich werde es eben bloß in diesem Video mit Items machen, weil man dann direkt alles in XAML machen kann. Okay. So, dann sind wir damit erstmal durch. Also die Listbox haben wir beschrieben. Eine andere Möglichkeit ist eben die Combobox. Schauen wir uns die mal an. Geben der vielleicht noch eine ordentliche Breite von 120 oder so. Und wir legen hier eben jetzt einfach wieder diese Sachen rein. Für die Combo-Box heißt eben das Item nicht Listbox-Item, sondern wir haben hier eben tatsächlich ein Combo-Box-Item. Also im Prinzip würde das Ganze so aussehen. Und wenn wir dann die anderen Items Controls kennenlernen, dann sind es halt eben auch Tab Items oder eben wir haben noch Tree View Items. Genau, aber die Combo Box ist eigentlich auch aus dem normalen Gebrauch bekannt. Im Prinzip ist das eben hier so ein Auswahlmenü, bei dem immer einer dieser Werte ausgewählt ist und wenn ich auf diesen die Combo-Box draufklicke, kriege ich eben in einem Pop-up präsentiert, welchen Wert ich denn jetzt eigentlich haben möchte. Und dann kann ich einen dieser Werte auswählen. Es ist eben eigentlich häufig auch im Gebrauch als Alternative des Radio-Buttons. Wenn wir eben nicht alle Möglichkeiten gleich anzeigen wollen, dann kann man hier über die Combo-Box diese Sachen eben steuern. Und dann sollte ich vielleicht auch sagen, dass ich hier nicht mehr in der Combo-Box bin, sondern in der Listbox, sondern in der Combo-Box. So. Im Prinzip aber auch hier gibt es wieder ein Selection Changed Event. Da kann ich feststellen, was sich verändert hat. Hier haben wir dann natürlich nur ein Selected Item. Man kann ja nicht mehrere mit einer Combo-Box auswählen. Ansonsten auch hier, ich kann eben intern wieder ändern, wie das Panel aussieht, das im Pop-up angezeigt wird. Ich habe die Möglichkeit, bestimmte Data-Templates festzulegen und so weiter. Also auch alles wie bei der Listbox. Items Control ist eben die Basisklasse für alle diese Klassen, die wir uns jetzt gerade anschauen.
Ja, dann kommen wir zum nächsten. Das ist die sogenannte Tree View. Die Tree View, die machen wir mal direkt mit den Items. Ja, lassen wir es doch mal so. Denn die Tree View ist das einzige Element. Also hier muss ich, glaube ich, den Header setzen. Genau. Was eben hierarchische Strukturen anzeigen kann. Das heißt, ich kann hier eben TreeView-Items ineinander schachteln. So, nicht hate, das ist jetzt plötzlich ein Header, meine ich natürlich. So. Und man kann dann eben auch hier letztendlich aufklappen. Ich brauche jetzt bloß ein ganz kurzes Stück. Hier mal die einfach, wenn es nicht gar so lange dauert. So. Also der Punkt ist eben wirklich bei dieser Tree View. Ah, Entschuldigung, hier habe ich schon wieder einen Fehler gehabt beim Schreiben. Das schaut jetzt schon mal besser aus. So. Der Punkt ist eben bei dieser Tree View, dass ich hier jetzt aufklappen kann und beliebig hier diese Elemente dann selektieren kann. Und das ist eben der Punkt, wo man dann hier hierarchische Daten anzeigen kann. Also üblicherweise kennt man das zum Beispiel aus dem File Explorer, wo man hier eben die Partition oder das Laufwerk sieht und dann sieht man hier den obersten Ordner oder die obersten Ordner in dem entsprechenden Teil und dann hier die Subordner und Subdateien und so weiter. Dafür wird eben die Tree View eingesetzt. Ähnlich ist es hier, glaube ich, auch. Wir haben hier ein Selected Item Changed und wir können dadurch eben feststellen, welches Item sich verändert hat und darauf können wir uns dann einfach binden mit einer Methode. Das letzte, was ich zeigen möchte, sind die Tab Controls. Und dazu machen wir dieses Vertical und Horizontal Alignment mal wieder weg und nutzen hier eben einen Tab Control. Das ist wirklich der einzige Unterschied, dass beim Tab Control das Item nicht Tab Control Item heißt, sondern bloß Tab Item. Das ist die einzige Inkonsistenz, die man hat. Aber auch hier muss man eben meines Erachtens den Header festlegen. Und wir sagen hier einfach Tab 1 beispielsweise mal. Und wir können dann hier in diesen Tab eben beliebigen Content wiederum reinstecken. Was weiß ich, mit unserem tollen Button. Dann eben ein Stack-Panel wiederum drin war mit Orientierung Horizontal. Und unserem wunderbaren Image mit Größe 32. Gesetzt und hier noch einen Textblock. So. Vertical Alignment Center. Okay. Und dann können wir auch sagen, dass dieser Button maximal 150 breit sein darf. Und das wäre jetzt eben der Inhalt von diesem Tab Item 1. Und wir haben natürlich auch hier ein Tab-Item. Das können wir dann hier mit 2 betiteln. Und hier wäre dann eben was anderes drin. Das mache ich jetzt nicht. Der Punkt ist eben,
die gewohnten Tabs, wie man sie auch aus anderen Programmen kennt, die, wenn ein Tab aktiviert ist, wird dann eben der Inhaltsbereich so angezeigt. Und in Tab 1 ist eben dieser Inhalt enthalten. Und so weiter. Also der Punkt ist wirklich, mit diesen, alle Items Controls funktionieren letztendlich nach dem gleichen Prinzip. Und sie haben halt jeweils ein etwas anderes Aussehen. Die Tree View ist als einziges hierarchisch, aber die wichtigen Punkte sind eben die anderen vier. Wie sind die Items angeordnet? Das kann man ändern. Dass überhaupt Items entweder explizit oder implizit erstellt werden, ist natürlich auch ein Punkt. Und wir haben eben mit Items Controls die Möglichkeit, nicht bloß UI-Elemente, die sich selber zeichnen können, anzuzeigen, sondern auch beliebige Objekte, die dann eben mit einem Data-Template zu einem Anzeigeformat überführt würden, also zu etwas, was sich selbst ändern kann. Und im Standardfall ist es eben einfach ein Textblock. Damit sind wir am Ende dieses Moduls. Wir haben jetzt sozusagen alle Grundlagen kennengelernt. Keine Angst, wir haben sehr, sehr viel Stoff ausgelassen. Also man kann sich noch viel, viel tiefer in die Materie dieser einzelnen Elemente, der Panels, der Controls, der Items Controls reinlesen. Es gibt dann noch so viele Möglichkeiten, die man mit denen anstellen kann. Die sind hier jetzt aber nicht wichtig. Für uns ist einfach erstmal wichtig, wir haben jetzt die grundlegenden Elemente kennengelernt, um einzelne Ansichten aufbauen zu können. Darum werden wir uns dann in den nächsten Videos kümmern. Wie kann ich jetzt diese einzelnen Elemente, die ich jetzt nach und nach kennengelernt habe, eben einsetzen, um was Ordentliches, Sinnvolles damit zu bauen? Und das schauen wir uns an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!